Hallo und herzlich willkommen zurück auf der schönen Seite der Dunkelheit. Willkommen zurück zu Vampire. Ja, wo wir unsere neue Unterkunft in der letzten Folge in Beschlag genommen haben. Und herstellen konnten wir, glaube ich, noch nichts. Ich wollte noch schauen, ob ich irgendwas leveln kann. Hier unten ist auch noch nichts. Ich frage mich, ob man das irgendwann freiräumen kann. Was da steht, kann man auch nicht lesen. Wir können gehen. Und wir können uns mal ein bisschen ins Bett legen und schauen, ob wir unsere Kräfte ja stärken können. Aggressiv habe ich den. Ich muss total wieder in die Steuerung reinkommen. Autophagie. Du verbrauchst dein eigenes Blut, um einen normalen und angesammelten Schaden sofort zu heilen. Schattennebel. Okay. Sind das die Sachen, die wir auf jeden Fall noch nicht kennen? Zustand des Körpers. Plus 50 Gesundheit. Plus 15 Durchhaltevermögen. Ist das nur die Abwehr? Nee, das wäre ja defensiv, oder? Du unterbrichst die Blutzirkulation in den Venen deines Ziels und machst es wehrlos. Blutbarriere. Du erzeugst eine unsichtbare Barriere, die die direkten Schaden absorbiert, bis sie verschwindet oder zerstört wird. Okay. Liebe. Erhöht die Gesundheit, erhöht die Ausdauer. Okay. Blutkapazität. Erhöht deine Blutkapazität. Erhöht deine Blutaufnahme, wenn Biss im Kampf verwendet wird. Beste Besser. Erhöht den verursachten Schaden, wenn Biss im Kampf verwendet wird. Bis 100% Schaden. Erhöht die Regeneration deiner Lebenspunkte, wenn Biss im Kampf verwendet wird. Okay. Ich weiß nicht, worauf ich gehen würde, ob ich hier noch eine Fähigkeit holen würde, weil die Sachen sind alle so irgendwie so cool. Du erzeugst eine Schattenwolke an deinen Füßen oder den deines Ziels. Nach einer kurzen Zeit explodiert die Wolke und verursacht schweren Schaden. Ich weiß noch nicht, warum ich das an meinen eigenen Füßen haben wollen sollte, aber egal. Ein Schlag mit kurzer Reichweite, der alle Lebewesen vor dir aufschlitzt. Würde halt unsere Nahkampfwaffe praktisch ersetzen. Die Blutkapazität wäre an sich nicht schlecht, wenn ich eben auch viel mit Blut arbeiten will. Was ich schon gerne würde. Gehen wir mal auf Blutkapazität. Kann ich eigentlich auch irgendwo sehen, wie viel... Ah, da oben. Ich habe 485 Erfahrungspunkte. Gut. Blutkapazität. Ersten Rang freigeschaltet. Und dann könnte ich theoretisch... Wie viel Schaden richtet eigentlich dieses Blutsperr an? Kosten 25, Abklingzeit 3 Reichweite. Okay. Gehe ich auf Klauen? Ist halt die Frage. Mich würde es halt interessieren, wie es aussieht. Das ist, klingt halt auch schon echt cool. Ich will das alles gerne lernen. Ja. Tausend kostet die Fähigkeit.
600. Auch 600. Sollte ich die Punkte jetzt sowieso... Sollte ich die jetzt schon aufbrauchen? Verschwinden die irgendwann? Ergibt es eigentlich einen Sinn, warum ich die jetzt schon einsetzen sollte, aber dann... Also später nicht? Auf einmal, wenn ich halt genug Punkte habe? Weil ich kann ja theoretisch jetzt schon eine Fähigkeit davon anfangen, mir praktisch zu erkaufen und später fertig kaufen. Ich frage mich, ob das irgendeinen tieferen Sinn hat. Das hätte es eben nur, wenn die Erfahrungspunkte irgendwann weg wären. Ich glaube, ich gehe tatsächlich als nächstes erstmal auf Clown. Aber ich mache das dann, wenn ich genug Punkte habe. Stabil, was auch immer das heißen soll. Wir gehen jetzt mal auf die Suche nach dem Mörder. Wir hatten... Warte. Was? Wie ging denn das mit der Spezialfähigkeit? Ah, Linksklick können. Linger. Stick drücken. Bitte. Okay. Nein. Warum? Warum springst du so? Sabrina versteckt ihre wahren Gefühle für einen Boss Tom Watts. Details der Bürger. Als Vampir benötigst du menschliches Blut, um dich zu entwickeln. Der Balken mit der Blutqualität zeigt die EP an, die du erhalten wirst, wenn du deinen Bürgern aussaugst. Freigeschaltete Hinweise erhöhen die Menge dieser EP. Moment. Ich muss mein Opfer also erst wirklich gut kennenlernen, um dann vernünftig EP zu bekommen? Das ist ein bisschen krank. Okay. Was hatte ich denn jetzt eingesammelt? Irgendwas zu dir. So deine gewahren Gefühle verbergst. Da war das nicht. Ist das offenbar nicht dabei? Was sind die Waffen und so weiter? Da? Nee. Das? Ich glaube das. Ich hasse mich dafür, dass ich wegschaue, wenn sie mich wegen meiner Hautfarbe verspotten. Ich hasse mich dafür, dass ich wie ein Mädchen weine, wenn sie mich beleidigen. Ich hasse mich dafür, dass ich wie ein Junge fluche, wenn sie fort sind. Ich hasse mich dafür, dass ich meine Eltern hasse. Ich hasse mich dafür, dass ich lächle, wenn Kunden mich die traurige Brina nennen. Ich hasse mich dafür, dass ich nie den Mut finde, Tom meine wahren Gefühle zu gestehen. Ich glaube, da hasst jemand sein Leben. Okay, oder halt nicht. Arme Frau. Also da, der Kerl ist da reingegangen. Der Mörder. Folgen wir dem Mörder. At last, a little life. Ich mag übrigens die Stimme von ihm und den Dialekt. Welcome, sir, to the turquoise turtle. Willkommen. Are they stupid or something? I've never
My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Was ist das für ein Ort? Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. Haben Sie keine Angst vor dem Mörder? Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. Klar, der Kerl kann doch nicht einfach reinkommen. Haben Sie die ganze Nacht geöffnet? So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. Guter Mann. Was heißt das, es wird wieder eine lange Nacht? Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Über diese Morde. Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Gibt es schon irgendwelche Anhaltspunkte? Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time and no one cares. Geile Polizei. Ich suche noch jemanden. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Könnte das unser Erschaffer bzw. der Mörder sein? Wie lange ist er schon hier? How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Wer ist der Mann? Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. Typischer Killer-Typ, also. Ich muss den Mann treffen. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? No funny business, you hear me? This is a respectable establishment. Alles klar. Aber wenn er das Fenster geöffnet hat, ist er vielleicht auch ausgeflogen. Als Fledermaus. Hi, wer bist du? Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Was ist hier los? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Was ist die Kanalratte? Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone. Blame the sewer dog, hey? Also gibt es nicht wirklich die Kanalratte, es gibt nur das Verbrechen an sich, das als Kanalratte bezeichnet wird? Ist das nur ein Märchen? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Bist du ein Monster? Ist jemand in die Bar gekommen? Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? Das können sie. I'll leave you to your bottle then. Gibt's hier noch irgendwas einzusammeln? Die Tür ist hier verschlossen. I hope I live long enough to see them wet boot boys get what's coming to them. Bist du Prina? Not long ago, this sort of mess would have given me a laugh.
Ich will erstmal ein bisschen was einsammeln. Also schauen, ob ich was einsammeln kann. Klingt, als würdest du dein Leben hassen. Hallo, Sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom, then. He's more agreeable talking to strangers. Was ist das für ein... Oh, das ist eigentlich eine blöde Frage. Es ist eine Taverne. Was ist hier los? What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, and now all these terrible murders. Über die Morde. The murders? What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. Und die Epidemie, was ist das für eine Epidemie? What have you heard about the epidemic? It's a Spanish flu. Yeah. Killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. Na geil. Aber dann tun sie doch zumindest etwas, nämlich die Quarantänezone. Was ist das für ein Ort? What is this place? This is Tom's Bar, a turquoise turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Haben sie immer nachts geöffnet? Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. Und dann, wo sind denn die ganzen Leute, für die ihr hier die Kneipe offen haltet? You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. Macht Sinn, sind das hier noch offen hat, so spät nachts? Wenn die eh nicht kommen. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. Ja, dann auf Wiedersehen. I'll leave then. Thank you. Kann ich nicht hochklettern. Okay, dann stellen wir mal den Mann da oben zur Rede. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... Shh. I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire! Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself! I need a word. With... anyone. Oh. Well, that's something I can do for you. And who might you be? Oh, wir sind wieder da. Ach, Kreuze. Vielleicht haben die Bayern hier wirklich nur Angst vor Vampiren. Wer bist du? Du weißt, wer du bist, glaube ich. Ähm.
Wir wissen doch, wer wir sind. I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Something, someone, is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. Ach, Junge. Bin auch ein Opfer, würde ich gerne sagen. Vielleicht kommt sie ja noch dazu. Sie scheint sich wirklich gut auszukennen. You seem the expert. How would that be? I have my secrets, as you have yours. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Was wissen Sie? Oder was ist das für eine Butterschule? Erstmal, mit wem haben Sie gesprochen? I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I have no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. Was ist diese Bruderschaft? And what exactly is this brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Schön. Ich sage nichts und Sie sagen nichts. Das hilft uns beiden sehr viel weiter. Was wissen Sie bisher? What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. Dann helfen Sie mir. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. Na, sind wir uns denn sicher? Dass der Kerl, der die Leute da... Na, wir sind auf jeden Fall erstmal auf den hinterher, der die Leute umbringt. Ja, würde ich sagen. A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Oh. In erster Linie will ich mal antworten. I will at last have the answers to my questions. Hmm. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Zumindest bringt er uns nicht um. Aber geholfen hat er uns auch nicht. Ich frage die Anwohner. Die meisten habe ich schon befragt. Okay, ist abgeschlossen. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Sie? Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. Ich will die Wahrheit. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it.
I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. William Bishop. Was ist heute Nacht geschehen? What happened tonight? He was dead drunk as usual. But my God, his eyes. His face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Vielleicht wurde er auch frisch zum Vampir gemacht und weiß noch nicht, was los ist. Warum haben Sie eine solche Angst? Ganz einfach, nachdem es, was sie geschildert hat, hätte ich auch so viel Angst. Why are you so afraid? I mean his skin. His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. Erzählen Sie mir von ihm. Wo wohnt er? Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Okay. Wir haben den Hinweis bekommen, dass Tom wahrscheinlich sehr loyal ist. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Bürgerhinweise. Als Vampir kannst du einen Bürger mit Hilfe eines gefundenen Hinweises dazu bringen, Informationen preiszugeben. Erzählen Sie mir von William. Tom, talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Okay. So einfach geht das. Einfach mal Gedanken beeinflussen. Cool. Wer ist er? Who is he? William. Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. Wie verhielt er sich heute Nacht? How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. Wollt er ihn aussaugen? Ist er gefährlich? Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. Warum lügen Sie mich an? Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer and that's the truth. Das ist wahr. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Du schwankst ja auch ganz schön durch die Gegend. Normal. Angemerkt. Hast du mir noch irgendwas zu sagen? Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. Okay, I'll leave you to your bottle then. Untersuche die Boote. Boote, 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 Boote. Na wo? Mit Richtung. Hier? Geh zurück, ich muss wieder raus. Ich wüsste gerne, welchen Hinweis ich von Tom bekommen habe.
Und von dem habe ich auch irgendwas. Keine Beziehungen. Hätte ich mich in mein Zimmer besser umschauen müssen. Kann ich da nochmal rein? Tom und William Bishop waren früher mal gute Freunde. Moment. Moment, ist er krank? Erschöpfung. Habe ich irgendwas gegen Erschöpfung? Vielleicht könnten wir dann, naja, mit ihm uns ein bisschen mehr anfreunden. Ich möchte mich gerne ein bisschen umsehen. Ich weiß noch nicht, ob der das so gerne sieht, wenn wir in seinen Sachen rumwühlen, wenn er direkt daneben sitzt. Okay, ja, ich habe dir erstmal Geld geklaut. Das war eigentlich nicht, was ich wollte. Moment, was brauche ich denn, um was gegen Erschöpfung herzustellen? Kann ich halt auch erst machen, wenn ich zurück in meinem kuscheligen kleinen Häuschen bin. Hängt noch ein Plakat, das könnten wir uns ansehen. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city? Oh, die juckt meine Nase extrem. Kannst du dem mal auf den Mond gehen? Freiwillige für die Rüstungsindustrie. Briten arbeiten Hand in Hand. Wir suchen Arbeiter, die technisch oder verwandter Berufe gelernt haben. Melden Sie sich noch heute freiwillig für die Rüstungsindustrie. Unterstützt die Männer an der Front mit ausreichend Munition. Ihr werdet genug verdienen an die Fließbänder und versorgt die Front. Na, super. Oder werdet Arzt. Ich glaube, zurzeit bräuchte man mehr Ärzte als, ja, Kugeln. So, die Docks. Welches von euch ist es? Du. Hi. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Erstmal die Notiz. What's this? Some sort of note. Befehle der Wache von Brieven. Von G. McCollum an Dockpatrouillen. Betreff mehrere Tode bei den Docks. Wir glauben, dass ein dreckiger Blutsauger seine Finger im Spiel hat. Finde das Biest, schalte es aus und zwar schnell. Achtung, laut jüngsten Berichten ist der Vampir äußerst brutal. Nähert euch nur mit größter Vorsicht. Ich weiß, dass wir in diesem Teil der Stadt zu wenige Männer haben. Doch schickt keine Anfänger los, um der Sache nachzugehen. Wenn ich recht habe, tötet diese Wilde jede Nacht. Sucht wie immer zuerst verlassene Orte ab, also alte Häuser. Keller, die Kanalisation oder Lagerhallen. Vernichtet den Blutsauger, Brüder. Ich hoffe mal, mein Zimmerchen wird nicht entdeckt irgendwann. These men. They're a company of professional vampire hunters. Offenbar. Oder er hätte zumindest Kontakt zu einem. Kleidung untersuchen. This man was armed. He tried to defend himself. Wunden untersuchen. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim.
Oh, das ist jetzt nicht der komische. Naja, Betrunkene, von dem sie geredet haben, oder? Andererseits hat er auch so was im Gesicht. Das könnte er trotzdem sein, aber so runtergekommen und dann Vampirjäger und professioneller. Blood and empty gin bottles. This Bishop fellow is something of a heavy drinker. Gut, weitergehen. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Ja, da kommen wir auf jeden Fall rüber. Na, wie kommen wir weiter? Hier durch, schätze ich. Western Docks. Kann ich mich nicht da durch teleportieren mit... Nein? Und hier komme ich nicht rein. Oh. Jäger? Sind Jäger drin? Toll. Okay, die Tür ist offen. So ging Ausweichen. Das ist Nahkampfangriff, das ist... Super. Anderer Nahkampfangriff. Fernkampfangriff? Weiß ich nicht mehr, wie es ging gerade. Und auch eine Schusswaffe. Ja, B oder LB? LB wäre heilen, RB ist dieser Spezialangriff. Okay. Ach, ich wollte mich ducken. Wir können hier uns hier, glaube ich, gar nicht ducken. Schleichen? Nee, irgendwie nicht so. Außerhalb des Kampfes, lautlos hinter ein Feind. Ich will ihn. Wie konnte ich denn nochmal trinken von euch? Mann. Wie ging denn nochmal das mit dem Trinken? Ich weiß es nicht mehr. Da sollten wir nicht lang gehen. Gehen wir mal nach oben. Oh, der hat Feuer. Ach, der ist schon tot mit einem Angriff. Alles klar. Ich mag den Angriff. Ihr müsst es auch noch mal gucken, wie ich trinken kann. Ansonsten ist mein Blut gleich leer. Das könnte problematisch werden. I cannot enter. Was habe ich denn jetzt den Kerl da oben umgehauen? Hinten ist noch eine Kiste. Wieso habe ich die übersehen? Aha.
Leibplatte-Aluminium-Fragment. Dafür haben wir das gemacht. Okay. Da liegt auch noch Geld. Hey, da unten. Drücke L, um Gegner in deiner Nähe zu finden und ihre Karten anzuzeigen. Manche Gegner können gewissen Schadensraten besser widerstehen. Es gibt vier Arten von Widerständen. Physisch, Nahkampf, Fernkampf. Kräfte Blut und Schatten. Und Orange weist auf eine mittlere Widerstandsfähigkeit hin. Rot hingegen auf eine hohe Widerstandsfähigkeit. Also ihn sollte man nicht erschießen oder höchstens im Nahkampf, aber eher durch so Sachen wie Kräfte. Und bei ihm sollte man nur auf Schusswaffen verzichten. Ich muss mal wieder was trinken. Ja, ihr bietet euch zwar an, aber ich möchte hier so wenig wie möglich angreifen. Oh oh. We won't see any of these bastards back here again. Dreh noch mal um. Nur einmal trinken? Oder wie? Natürlich. Habt ihr den Vampir jetzt getötet? Dann ist das definitiv nicht mein Erschaffer gewesen, wenn ihr den umgebracht habt. Dann müssen die sie nicht auflösen. Wenn es wirklich Vampire waren, müssten die sich auflösen, Leute. Muss gegen zwei von euch kämpfen, ja? Stay close, keep an eye on each other. We won't see any of these bastards back here again. Okay, sie gehen nachschauen. Sehen sich zumindest um. Did you hear me? Nope. Ach, ist doch egal. It ain't human! Kill it! Was machst du denn? So, also mir fast voll. Oh nein, 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 nein. Was denkst du, was du tust? Ja, und ihr habt gar nicht versucht, mich umzubringen, ne? Nee. Einfach mal sich selbst heilen. So sieht's für mich aus. Schusswaffen. Rüste deine Schusswaffe aus und drücke Y, um sie einzusetzen. Und sowohl normalen als auch Schockschaden zu verursachen.
Achte, dass deine Munition begrenzt ist. Aber wenn ich die Schusswaffe ausrüste, kann ich nicht den Pflock benutzen, mit dem ich doch nur trinken kann. So, das waren definitiv keine Vampire, Leute. Was ihr da verbrannt habt. Oh nee, hier sterben sie ja nicht. Wenn man sie wenn man sie in die Sonne legt. Aber durch Feuer werden sie auf jeden Fall sterben und wahrscheinlich sie auflösen. Hm. Folge der Blutspur bei. Tja, ja. Da ist auf jeden Fall eine Menge Blut. Ist das seine Blut? Ganz offenbar nicht. So, wie es weitergeht, würde ich aber sagen, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann, tschüss.